Sie sind martialisch unterwegs, treten selbstbewusst auf, wie hier in einem Internetvideo, und sie provozieren sich gegenseitig. Wo die Gruppen aus Manen Germania und Bahos auftauchen, ist die Polizei oft nicht weit, wie hier im Mai im Main-Kinzig-Kreis, denn die Gruppen sind verfeindet. Der FDP-Innenpolitiker Wolfgang Greilich betrachtet diesen Konflikt mit Sorge. Wir müssen sehr genau darauf achten, dass es nicht zu Stellvertreterkriegen auf deutschem, auf hessischem Boden kommt. Und das, was sich dort abzeichnete, was gerade noch durch die besonnene Vorgehensweise der Polizei verhindert wurde, ist mehr als besorgniserregend. Bei den Osmanen sind Türken aktiv, denen eine Nähe zur AKP nachgesagt wird, bei Bahos Kurden. Das Landeskriminalamt hat ein Auge auf die beiden Gruppen. Unseren Erkenntnissen nach äußert sich diese Feindschaft im Augenblick dahingehend, dass die beiden Gruppierungen sich gegenseitig provozieren, sei es auf offener Straße oder im Internet. Wir haben eine Situation gehabt am 9.7. in Hanau, da wäre es beinahe zu einem Aufeinandertreffen gekommen. Die Osmanen sollen der Partei des türkischen Präsidenten Erdogan nahestehen. Der geht gerade in der Türkei mit aller Härte gegen Andersdenkende vor. Journalisten sind betroffen, genau wie Anhänger der Gülen-Bewegung. Heute gab es 73 Verhaftungen in Bursa, der hessischen Partnerregion. Auch der frühere Gouverneur von Bursa, Sahabettin Harput, wurde inhaftiert. Daran gab es heute heftige Kritik aus der Staatskanzlei. Wir sind in größter Sorge und ich habe diesbezüglich gerade mit dem Generalkonsul Schelik telefoniert und ihn gebeten, uns unmittelbar eine Auskunft zu geben. Ich hatte gestern schon mit ihm ein Gespräch aufgrund der Entwicklungen, die dort stattfinden. Ob eine für Ende September geplante Reise der Ministerin nach Bursa wirklich stattfinden werde, stehe im Moment noch nicht fest. Von der Linkspartei kommt die Forderung, die Türkei klar in die Schranken zu weisen. Wir müssen die Zusammenarbeit mit diesem Despoten auf den Prüfstand stellen. Wir können nicht so tun, als wäre nichts passiert. Also die Bürgerinnenrechte in der Türkei müssen wiederhergestellt werden, damit wir ordentlich zusammenarbeiten können. Die Situation in der Türkei spielt seit dem Putschversuch auch in Hessen verstärkt eine Rolle. Demonstrationen für Erdogans Politik gab es auch vor kurzem schon in Frankfurt. Die Landtagsabgeordnete Mürvet Öztürk beobachtet eine starke Verunsicherung und Spaltung unter den Türken. Diejenigen, die kritisch sind, die halten ihren Mund, weil sie nicht wollen, dass ihre Angehörigen in der Türkei in Gefahr kommen oder auch sie selber. Keiner möchte am Flughafen bei der Ausreise zurückgehalten werden aufgrund irgendwelcher fadenscheinigen Vorwürfe. Und von daher habe ich so das Gefühl, die kritische Bevölkerungsgruppe hält gerade den Mund. Die Anhänger äußern ihre Meinung dafür umso lauter. Viel Potenzial für Konflikte, auch in Hessen.